Beim letzten Mal sind wir reingegangen in das Game blind und sofort in den harten Modus. Also erstes Mal LS22, auch wenn das Game schon so alt ist sozusagen. Also das erste Mal rein und sofort in den schweren Modus. Und ich habe einiges an Geld ausgegeben. Jetzt heißt es natürlich erstmal wieder ein bisschen Geld reinbekommen und gucken, dass wir schön konstant Einnahmen generieren. Also, wir haben ja beim letzten Mal einiges an Geld ausgegeben. Wir hatten ein Startkapital von 500.000. Wir haben allerdings auch Schulden von 200.000 Euro. Und dementsprechend müssen wir natürlich gucken, dass hier Geld reinkommt. Die Gewächshäuser, die produzieren jetzt, wo wir sie mit Wasser versorgt haben, produzieren die zum einen hier die Erdbeeren, dann haben wir hier Salat und natürlich noch Tomaten. Wie das Ganze dann irgendwann hier rauskommt, ich vermute, das landet hier irgendwann, wie das alles aussieht, ich bin gespannt, das werden wir sehen. Ich versuche jetzt natürlich immer noch ein bisschen Geld übrig zu behalten, weil ich ja nicht weiß, was noch alles auf mich zukommt. Also von daher heißt es jetzt Geld sparen, gucken, dass Geld reinkommt. Wir kriegen zusätzlich natürlich noch Geld durch dieses wahnsinnig große Windrad. Richtig, richtig krass. Also, so muss das natürlich auch sein. Schön hier erneuerbare Energien rein, die uns direkt auch noch mit Cash versorgen. Das ist natürlich auch richtig gut. Wir haben die Anschaffung ja hier gemacht. Einmal einen Wassertank und einen nicen John Deere 7810. Keine Ahnung, ist das richtig cool? Ich finde, das ist schon richtig cool. Hat auch ein bisschen was gekostet, das Teil. Das war tatsächlich die größte Investition bisher. Und die war auch sehr nötig. Die war auch wirklich sehr nötig, denn wir brauchen natürlich auch später einen Traktor, mit dem wir halt alles machen können. Von daher passt das schon. Jetzt heißt es natürlich, wie kriegen wir Geld rein? Und eine gute Möglichkeit sind natürlich immer diese Aufträge, so externe Aufträge. Und da klicken wir mal eben hier rein. Und hier haben wir eine kleine Auswahl an Aufträgen, die wir machen könnten. Da ist es. Das sind die Aufträge. Also wir könnten hier zum Beispiel spritzen. Klingt gar nicht verkehrt. Wir könnten düngen. Ist wahrscheinlich auch nicht so schwer. Und für die... Oh, was ist jetzt passiert? Was ist hier? Wo kommen die auf einmal alle her? Warte mal, hier war Spritzen. Spritzen, pflügen. Habe ich alles noch nicht gemacht. Ernten, düngen, düngen, düngen. Ich glaube, düngen ist doch gar nicht so schwierig, oder? Feld 39. Bringt uns 7000. Das ist ja krass. Vertrag, düngen. Der Besitzer bietet eine Belohnung von 7000. Zum Düngen, Feld 39. Düngen das Feld 39 mit einem beliebigen Dünger. Oh. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Ah, hätten wir also Gülle oder Mist, könnten wir das verwenden für Aufträge. Auch nicht schlecht, aber Gülle und Mist wahrscheinlich erstmal nicht. Nutze deine eigene Ausrüstung. Du kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um 1400 sinkt. Das Gerät muss mit Mineraldünger aufgefüllt sein. Weil ich ja jetzt das alles nicht habe, werde ich... Also ich gucke erstmal, wo das Feld 39 ist. Feld 39... Feld 39. Hier. Ach ja. Eine ganz gerade Strecke. Das ist doch nicht schlecht. Ja, das können wir doch machen. Das nehmen wir jetzt mal an hier. Und soweit ich weiß, konnte man auch irgendwie Helfer irgendwie reinbringen. Vertrag hinzufügen. Gerät ausleihen. Vertrag hinzufügen. Ich glaube, so rum war das richtig, ne? Es ist aktiv. Verträge hinzufügen. Nee, ich glaube, wir haben das jetzt schon. Der ist schon aktiv. Also wenn man Gerät ausleiht, hat man das sofort.
Okay, ich drücke mal Tab, dann ist der eigene und Tab, das ist der, den wir brauchen, aber ich habe noch keinen Dünger. Kann ich hier auch Dünger kaufen? Drück mal P. Hier, Bags. Ich weiß nicht, wie viel. Ich vermute, Mineraldünger muss ich auch noch bezahlen. Okay, das reduziert natürlich schon wieder einiges, ne? So. Kaufen. Ich kaufe mal einen Sack. Ich hoffe, das reicht. Ich bin gespannt, wie viel das ist. Und da steht er direkt daneben. Alles klar. Also, wir gehen rein hier in den LKW. Ich muss auf jeden Fall mal einstellen, dass ich, wenn ich einsteige, dass der automatisch startet. Dann ist das nicht so ein Geraffel. Wobei, noch geht es, ne? Das ist wahrscheinlich auch nur Gewohnheitssache. So, ankoppeln. Dann fahren wir ein Stück zurück. Wir koppeln uns das Gewicht vorne an. So. Auch nicht schlecht, die Karre hier, ne? Auch mit Q. Zack. Ah, guck mal. So, und jetzt müssen wir hier den Sack befüllen. Geht das so? Dünger auffüllen mit R. Und da ist er drin. Und wir haben jetzt... Wie viel ist das an Dünger? Da unten rechts in der Ecke steht es. 1000. Wie viel benötige ich denn? Ich weiß es nicht. Ob ich mir noch einen zweiten holen soll? Ich fahre erstmal los. Dünger. Wir sind jetzt hier an der Stelle. Und wir müssen zum Feld 39. Ne? 39, jawohl. Das heißt, wir fahren hier die Hauptstraße durch, biegen am Ende vor der Kurve links ab und sind schon direkt da. So. Ab geht es. Und jawohl. Perfekt. Und Abfahrt. So, das sieht auch gut aus. Das müssen wir düngen, ist das richtig? Das ist das. Jetzt ist natürlich für mich die große Frage. Und da kommen wir wieder. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich weiß es einfach. Ich weiß nicht diese Breite. Und was ich auch nicht weiß, es gibt ja so ein GPS. Mit Steuerung, nee, mit Alt-C kann ich es aktivieren. Und mit Steuerung S komme ich hier rein. Aber wie man das einstellt und so Sachen, ich weiß es nicht. Spurführung an, automatische Breite 24 Meter, ausrichten, Versatz, Anzeigen der Linien an. Bitte stelle, lade zuerst der Spur. Okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auch da wieder, wenn du Infos hast, wie das geht, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, damit ich das weiß. Und dann demnächst im Livestream, dass wir dann da schön hier mit dem GPS-Signal durchmarschieren können. Ist das so richtig? Ich sehe auch gar nicht so viel. Ich werde das gleich einfach mal anmachen, in der Hoffnung, dass ich da nicht zu viel an Dünger dann vergeude. Linienanzeige ist an, Versatz brauche ich glaube ich nicht. A, Richtungseingabe. A, Punkt setzen. Ich weiß es nicht. A, Richtung. A, B. Ah, Richtungsangabe. 0%. Ah, guck mal, jetzt haben wir... Ah, jetzt haben wir hier diesen Bereich. Und ich müsste aber...
Oder reicht das? Das ist ja nicht ganz am Rand, ne? Das heißt, ich müsste das ja an für sich, muss das ja so ein bisschen nach links rüber. Also, wir fahren jetzt da nochmal auf diesen weißen Strich. So. Und an für sich müsste ich ja jetzt einfach nur noch geradeaus fahren und dann läuft das Ganze. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Ich starte jetzt hier einfach mal rein, fange an mit dem Düngen und ich hoffe, das lübt. Und dann werden wir am Ende sehen, ob das soweit so gut ist oder nicht. Ob das richtig ist oder nicht. Ich fahre einfach mal los. Also, legen wir los. Automatische Ausbringmenge deaktivieren. Nee, die lassen wir so. Stickstoffreferenzwert ändern mit Z. Ich sehe gar keine Änderung. Düngesteuerung anschalten. Und ab geht es. Und ab geht es. Und Gas. Und ich versuche mich so ein bisschen... Ich muss, glaube ich, gerade fahren. Ist das GPS? Das ist doch kein GPS. Ich muss ja trotzdem die ganze Zeit fahren. Kann man hier nicht einfach einen Helfer reinsetzen, der das jetzt quasi für mich macht? Ich fahre das einfach mal durch. Das wird schon irgendwie. Und es wird aber knapp, es wird aber auch knapp hier und ausschalten. Ich bin bei 95% und habe noch exakt 100 Liter von dem Dünger. Mann, war das knapp, ey. Ich hätte ja gedacht, das reicht mal eben dicke, aber nö. Ganz, ganz, ganz knappe Geschichte. Für mich natürlich jetzt die wichtigste Frage, ich habe das gar nicht genau gesehen, wie weit streut der denn? Und wie weit ist das denn überhaupt? Aber ich glaube, ich muss hier hinten in dem Bereich noch mal ein bisschen nachdüngen. Wo waren denn hier die großen Lücken? Oh je, das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Ich bin bei 95%. Also ich muss hier diese kleine Ecke auf jeden Fall nachdüngen. Da fahren wir jetzt mal eben schnell drüber. So, jetzt hier dieser Bereich kurz anmachen.
Und damit ist das erledigt. Und dann jetzt hier die Ecke der Winkel auch nochmal. Auch nochmal erledigt. Und konnte man das nicht noch irgendwie anders einstellen, dass die, dass dieser Düngestrahl, dass das nicht so viel rauskommt? Ich meine, das ist ja viel zu viel hier, ne? 60 Liter, 65 Liter. 50. Ich dünge hier doppelt. 45. Hör doch mal auf. 30. 20. Ist das wieder knapp. 19 Liter. 10 Liter. Warte, da hinten ist noch eine, da hinten ist noch ein Zipfel. Der ist noch ein bisschen größer. 4 Liter. 4 Liter. Das war's, ich hab keinen Dünger mehr. Ist der Auftrag abgeschlossen oder ist er nicht abgeschlossen? Oh Mann. Aufträge. Abgeschlossen. Oh. Okay. Abgeschlossen. Und was muss ich machen? Abschließen. Leertaste. Okay. Sauber. Düngefeld 10. Ja, das ging eigentlich. Das ging noch eigentlich. Oh, guck mal. Ganz witziges Ding. Das war ja jetzt ein Ding. Jetzt stehe ich hier mitten auf dem Acker, aber ich habe Cash gekriegt. Und jetzt haben wir 107.000. Also, es kommt ein bisschen Geld rein. Das ist natürlich wichtig. Sehr, sehr, sehr gut. Und oh boy, ich glaube, das Ding nehme ich hier auch nochmal mit. Feld Nummer 10. Wir gucken mal eben, wo das ist. Und dann ist natürlich wichtig, Feld Nummer 10. Oder ist das zu weit weg? Wenn das zu weit weg ist, dann nicht. Dann muss ich da ja ewig hingurken. Oh ne, das ist da oben. Und auch noch so ein riesen Dingen. Das machen wir nicht. Wie komme ich denn... Achso, ich kann einfach in meinen Truck, genau. So, jetzt haben wir ja Cash. Jetzt haben wir ja Cash. Irgendwann müssen die ja hier weiter wachsen, die Zuckerrüben sind. Wachstumsphase 6 von 7. Wann ist denn die Erntezeit? Kalender hier. Ah, Weizen brauchen wir für das Fisch. Das war das Weizenzeichen. Weizen, Mais und Sojabohnen tatsächlich. Das brauchen wir für die Fischproduktion. Ich überlege schon, entweder kaufe ich mir noch weitere Felder dafür, damit wir dann als Ziel unsere Fischfarm halt hinstellen können und komplett versorgen können. Oder ich mache das auf einem Feld. Lohnt sich das? Wahrscheinlich lohnt sich das nicht, ne? Weil es, ja, die haben auch unterschiedliche Wachstumszeiten. Nee, dann macht das wahrscheinlich mit einem. Wobei Mais und Soja hätte eine Wachstumszeit, aber nicht eine Erntezeit. Und bei den Rüben, wo sind die Rüben? Zuckerrüben. Die sind übernächsten Monat sind die in der Erntephase, im Oktober. Das heißt, da müsste ich noch 2 Monate warten, bis dann hier die Rüben soweit sind. Wenn ich die dann überhaupt ernten kann. Ich weiß das gar nicht, was damit ist. Die sind ja automatisch hier gesät. Wir haben schon fast 300 Liter Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob das viel ist. 74 Liter und 150. Ach, das ist ja ganz unterschiedlich. 74, 150, ungefähr immer die Hälfte. Okay, aber das läuft auf jeden Fall nebenbei. Das ist soweit gut. Ich weiß auch nicht, wann da das Geld reinkommt. Ob das hier ob das einmal im Jahr oder im Monat gezahlt wird. Oder weil das hier mit dem Gewächs aus ist, wo das alles hinkommt. Gucken wir uns alles Stück für Stück an. Das muss ich alles noch lernen, wie das alles hier funktioniert. Ich gucke gerade noch mal rein. Man konnte ja noch andere Sachen kaufen. Zum Beispiel auch in der Produktion konnte man auch noch Bienen kaufen, die auch von alleine liefen, ne?
Habe ich die hier? Gewächshäuser, Plantagen. Gewächshäuser, Verkauf. Fabriken. Ne, eine Fabrik, da sind wir noch lange nicht. Generatoren unter Tiere. Bienen, tatsächlich. 19.000. Guck mal. Ich könnte jetzt 20.000... Oh, das ist aber viel. Ich glaube, ich mache mal nur einen. 19.000 und so ein Verkaufskasten. Ne? Dass man sowas hier hat. Vielleicht hier einfach neben. So. Einfach hier so ein... Wobei, ich lasse mir mal ein bisschen Platz. Nicht, dass ich auf einmal hier in eine Bredouille komme. Wenn ich... oder hier neben. Aber da kann ich auch nicht mehr durchfahren, ne? Bin hier mal schön durchgefahren gerade. Wie ist das denn hier hinten? Hier ist nicht mehr... Ne, das ist nicht mehr mein Gebiet. Und wenn ich das hier hinsetze... Hier würde es passen. Aber ich verbaue mir dann natürlich auch... Ach, was ist denn hier hinten? Direkt, das Land gehört mir nicht mehr. Come on. Hier. Ja, guck mal hier. Schön, die Bienenkästen. Warte mal, kann ich das so ein bisschen zur Seite setzen? Damit ich dann daneben noch dieses Verkaufskästchen stellen kann. Ich hoffe, das ist nicht so riesig. Ich stelle das mal hier hinten so ein bisschen. Ja, guck mal, wie weit die nach hinten gehen. So machen wir das. Ich könnte das sogar hier unten hinstellen, aber das ist... Nee, das machen wir nicht. Das ist ja Bug-Using, regelrecht. Oder so, einfach an die Seite. Ne, ich mache das hier so schräg hin, das ist doch schicker. So, zack. Und da fliegen sie schon raus. Ah, guck mal, das ist nicht so groß, das ist gut. Überlappend, überlappend. Muss das hier nicht in der Nähe? Ah, warte, da war schon das Zeichen, 200. Hier kann das hin. Da wird es auch gehen. Aber ich mache es hier vorne irgendwo hin. Hier war das gerade. Da. 205. So. Da haben wir doch wieder das nächste Teil für... Ich renne mal direkt hin. Für die eigene Farm hier. Und es summt auch schon. Und sie kommen hier rausgeflogen. Alter, wie es abgeht. Bienenstock, 33 Zargen. Okay, 6, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sind 30, ja, sind 33. 33 Stämme sozusagen. Ja, das ist cool. Ja, da guckt man natürlich, was dabei passiert und was hierbei rumkommt. Erhalte Honig an der Palettenstation. Also wird hier wahrscheinlich irgendwann Honig rausgeliefert. Das ist gut. So, das heißt, hier wird jetzt produziert. Wir produzieren Tomaten, Salat, wir produzieren Erdbeeren und Honig. Wasser machen wir demnächst, das hat noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist die große Frage, was lohnt sich am meisten? Was sollte ich mir auf jeden Fall noch holen? Und wenn du da einen Tipp hast, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke mir das alles gerne an und bin echt gespannt, was sich noch am meisten lohnt neben den Aufträgen. Wir haben 88.000. Ich hätte gerne einen Puffer, damit, falls irgendwie eine wichtige Sache noch ansteht, damit ich da nicht komplett blank bin. Das wäre halt wirklich mies, ne? Alter, was hier noch alles ist, ne? Guck mal, ein Reh. Ach, nice. Ja, cool. So, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal eben einen schönen Auftrag. Da geht auch noch ein bisschen was. Aber einen Auftrag, der vielleicht nicht so kompliziert ist und irgendwie in der Nähe und trotzdem Cash bringt. Düngen war eigentlich relativ einfach. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Pflügen und Spritzen. Das bringt natürlich kein Geld, ne? Ich glaube, ich muss diesen großen hier machen. Ich glaube, ich muss das machen. Aber ich glaube, dafür brauche ich zweimal... Dafür brauche ich zwei... Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Gerät ist. Aber der sieht auch recht groß aus. Ich werde wahrscheinlich
2 Ladungen Dünger benötigen. Ich nehme das an. Gerät ausleihen. Ich nehme das jetzt an. Attacke Vollgas. Feld Nummer 10 düngen. Oh. Und ich brauche... Lol, Alter, was geht hier ab? Abgefahrenes Gerät. Und ich brauche bestimmt... Ich muss das ja auffüllen mit Flüssigdünger. Wo bekomme ich den Flüssigdünger? Paletten. Bags. Hier, das ist doch so ein Bottich. Flüssigdünger. Wie viel ist da drin? Ah, 2000 Liter. Nee, dann brauche ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich hoffe, ich komme aus mit 2000 Liter Flüssigdünger. War der Auftrag überhaupt düngen oder war das Spritzen? Es war düngen, ne? Düngen. Okay. Weil ich ja gerade das Herbizid gesehen habe. Wir nehmen einfach den hier. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Zack. Kaufen kostet 3000. Ja, und schon bleibt gar nicht mehr so viel von übrig, ne? Steht direkt neben mir. Ich starte den Motor. Dann auffüllen mit R. Da unten geht das hoch. Ich hoffe, dass die 2000 ausreichen. Das wäre natürlich schon nice. Oh. Oh, soll ich noch einen kaufen? Wir müssen mal eben gucken, wie groß war das eine Feld und wie groß ist das Feld. Wir hatten zuletzt das Feld hier unten. 39. Da haben 1000 genau gereicht. Und das Feld ist unwesentlich größer. Da oben die 10 in Gelb. Also es ist nicht das Doppelte. Das passt hier einmal rein und dann ist es vielleicht noch anderthalb mal so viel. Und ich habe 2000. Das sollte reichen. Ich fahre da jetzt hin. Das ist ein langer Weg. Komplett der Straße folgen bis über den Fluss und dann rechts abbiegen. Es ist ein langer Weg. Aber wir brettern da hin mit der komischen Maschine hier. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Acker. Und da sind wir auch schon. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie groß ist denn die Maschine hier überhaupt, wenn wir komplett ausgefahren sind und uns ausladen hier. Anschalten noch nicht. Einklappen, ausklappen mit X, oder? Oh, Alter, ist das ein krasses Teil. Was ist das denn? Alter, was ein Hammerteil, ey. Und die Details und alles. Cool. Oh, hammer, hammer, hart. Ich stehe schon gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Oh, krass, auch wie der wendig ist, ey. Wir fahren noch mal so ein bisschen mehr hier. Auf die Bahn. Passt das? Kann ich weiter rauszoomen? Ja. Oh ja, das passt schon. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu weit. Aber gucken wir mal. Vielleicht passt das schon. So. Und dann haben wir hier die Bahn abzuspritzen. Zu düngen. Und jetzt gucke ich ihn wieder mal rein hier. In dieses Navigationsdingen. GPS.
Fahrrichtung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Zeige Linien an, ja. Punkt setzen, keine Ahnung. Vorgewende. Vorsatz und so weiter. Geländewinkel ausrichten an, ja. Automatisch. 36 Meter Breite. Oh ja, da ist so eine Linie. Aber irgendwie bringt mir die Linie nicht wirklich viel, oder? Irgendwie bringt sie mir nicht viel. Ich werde jetzt einfach geradeaus wieder fahren. Wie gesagt, wenn du Infos hast, wie das hier genau geht mit dem GPS, gerne in die Kommentare schreiben oder eben auch gerne im Livestream vorbeischauen. Dienstags, Donnerstags und Sonntags. Schön zum LS22 Stream. Ich fahre jetzt so einfach mal los und aktiviere das jetzt. Stickstoffreferenzwert ändern. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das Ding jetzt an. Arbeitsbreite ändern. Nee, das passt schon so. Zuklappen auch nicht. Anschalten mit B. Let's fetz. Und wir lassen da einen Streifen stehen. Sehe ich das richtig? Wir lassen da gerade einen Streifen stehen. Das heißt, ich fahre mal eben darüber ein bisschen. Korrigiere. Ja, das ist besser. Das sieht man jetzt hier in dem Bereich direkt hinter mir. Also es muss da tatsächlich wohl ein bisschen überlappen. Vielleicht ist es aber auch schon eine Bahn zu viel. Eine Bahn heißt Prozent mehr oder weniger, ne? So. Und ich würde sagen, ich ziehe mal wieder einfach ein bisschen durch. So, angekommen und Lohndienst auf Feld 10 abgeschlossen. Steht auch oben direkt. Das heißt, das hat tatsächlich gereicht. Auch mit diesen ganzen Lücken, die man hier immer wieder so ein wenig sieht. Also die Lücken sind da. Mut zur Lücke. Feld 10 erledigt. Sehr gut. Ja, also abschließen das Ganze. Und ich muss sagen, das war ja dann doch relativ schnell und hat gar nicht so lange gedauert und war auch gar nicht so schwierig. Aber irgendwie muss das doch funktionieren mit dem GPS, dass man die Spur besser hält. Irgendeinen Sinn muss das doch haben. Also gucken wir nochmal eben rein. Aufträge, hier ist er, abgeschlossen. Und
abschließen mit der Leertaste. Da ist es. Zack. Und wir sollten die Kohlen zusammenbekommen haben. So richtig viele Aufträge sind jetzt hier nicht. Pflügen für 3000 oder sowas ist noch drin. Pflügen. Ob man mit einem Pflügeauftrag und einem großen Gerät mehrere Aufträge gleichzeitig machen kann, das wäre natürlich interessant, wenn man vielleicht so ein großes Gerät hat und dann einfach drei Aufträge gleichzeitig pflügt. Geht das? Wäre auch interessant, ne? Auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob das machbar ist, dass ich quasi mit einem Auftrag, also einen großen Auftrag annehme und dann mit dem großen Gerät quasi noch zwei weitere kleine Aufträge annehme, ohne dann das auszuleihen und dann einfach nur mit dem einen ausgeliehenen Gerät mehrere Aufträge einfach durchpflüge. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn das gehen würde, könnte ich schon mal einiges sparen. So, jetzt sind wir wieder hier. Kurz zurück in die Base. Und ich habe... Ja, wir haben Cash gemacht. Wir sind bald wieder bei 100.000. Und ich würde sagen, da machen wir demnächst dann weiter. Jawohl. Honig. Wir haben Honig. Kann ich das hochheben? Ja, ich kann das so ein bisschen hier hin und her bewegen. Ich lasse das aber nochmal. Das lassen wir einfach hier. Das fühlt sich wahrscheinlich mit der Zeit. Das ist richtig nice. Haben wir hier schon irgendwas? Oh, die Tomaten sind reif. Das sieht gut aus. Die Kohlköpfe wachsen auch. Und die Erdbeeren sehen auch schon richtig gut aus. Ja, richtig, richtig cool. Alter, ich freue mich. Das sieht richtig nice aus. Da muss es auch auf jeden Fall weitergehen. Also, weiter geht's. Ihr Lümmels, Attacke Vollgas. Nächste Action gibt's dann im Livestream. Mehrere Stunden dann am Stück. Da werden wir bestimmt einiges schaffen. Und da ist dann das Ziel, ja, einfach mehr Cash machen und gucken, dass wir kontinuierlich ein bisschen Geld aufnehmen oder reinbekommen und nicht so viel ausgeben müssen. Das ist natürlich wichtig. Und ja, wahrscheinlich ein paar Aufträge erledigen, beziehungsweise gucken, wie wir hier weiterkommen, damit wir dann als großes Ziel unsere Fischzucht aufbauen können. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie lange es braucht, bis wir hier die ersten Lachse züchten. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt im Livestream, live auf Twitch, immer ab 19 Uhr. Bis dahin.